im Internet steht. Ja, wenn Sie das einstellen, dann werden Sie keine Probleme mehr haben. Also bisher, das ist jetzt aufregend, das alles hier. Ich weiß nicht warum. Vorher lief das so super geil, ey. Und jetzt kackt es immer wieder ab. Und ab und zu kannst du echt hier 8 Stunden spielen, nichts passiert. Na okay, hier waren wir schon. Oh! Na, hab nicht die Beine. Den Torso. Oh, die ist aber nah. Das wird bestimmt weh. Oh, shit. Ah, jetzt bin ich ja radioaktiv. Ein bisschen. Oh Mann. Wo ist der jetzt hin? Da. Na. Also anscheinend sind hier sehr viele Fliegen. Hätte ich die vorher bemerkt, dass nicht so schön ist. Chips, Lebeband. Wahrscheinlich muss ich gleich noch mal zurück, wenn ich hier so weit sammle. Hätte ich jetzt, bräuchte ich jetzt nicht mehr. Ah, egal. Was ist das? Irgendwelche Pilze. Ja, jedenfalls bewegen uns langsam. Ja, wir werden es, glaube ich, noch dahin schaffen, oder? Ich würde mich jetzt zusammenreißen und jetzt nichts mehr aufheben. Ja, dann müsste es eigentlich funktionieren. Was ist da? Das ist blau. Auch mal aufheben. Wahrscheinlich irgendein Pilz. Ah, aber man kann es nicht aufheben. Okay. Okay. Mal zwischenspeichern. Weil. Letztes Mal bin ich einfach in die Luft geflogen. Von der dummen Mine. Kronkorkenmine sind böse. Sind sehr böse. Ja, ich tag zu viel. So, meistens steht da immer im Weg. Kann ich zu Dienst sein? Na klar. Aber wenn's. Ach, lass ich einfach mal alles hinnehmen. Später kann ich sowieso sortieren. Was bringt mir die Wahrnehmung? Wo ich die Charisma-Dinger finde ich hier besser, ne? Naja, gucken wir mal. Waffen. Ja, die Splittergranaten kannst du nehmen. Die kannst du nehmen. Abgestimmter Scharfschützen. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Teile davon gebrauchen können. Erstmal alles weg. Was nicht meins ist. So. Kann man das ja noch tragen. Es gibt ja diesen Skill mit. Oh. Es gibt ja diesen. Jetzt ist er hinter der Wand. Hat ja keinen Sinn. Muss ich abbrechen. Sind ja viele. Hallo, den möchte ich, den vorne. Danke. Das Nachladen ist blöd. Aber das sind ziemlich verdammt viele.
Ich hoffe, ich erwische die jetzt. Ah, das meine ich. Ach, sorry. Ah. Bin irgendwie. Schussgeschwindigkeit. Feuerkugel. Wahrscheinlich kann man die Dinger sammeln. Das ist anscheinend noch nicht vorbei. Musik ist. Ah, da bist du wieder online. Hier war irgendwo Strahlung. Irgendwo durch Strahlung gelaufen. Silberlöffel, Silbergeld wahrscheinlich. Was ist denn das? Okay. Ich habe einen Teddybär gesehen. Ja. Die Dinger sammle ich. Was ist das? Onkel Simon, und ich hoffe, du magst Geschichten, denn ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Diese hier heißt Das neue Eichhörnchen. Begleite mich auf ein magisches Abenteuer. Es war einmal ein junges Eichhörnchen namens Ricky, das in einer großen Eiche im Stadtpark lebte. Ricky war ein braunes Eichhörnchen, genau wie alle seine Freunde und Verwandten, die mit ihm in der Eiche lebten. Gott. Jeden Tag schaute Ricky von der Spitze seines Baumes und fragte sich, was für Eichhörnchen wohl in den anderen Bäumen lebten. Die älteren Eichhörnchen warnten Ricky, dass die Eichhörnchen in den anderen Bäumen Diebe und Lügner seien, denen man niemals trauen könne. Aber Ricky hatte ein rebellisches Herz und wollte sich seine Meinung nicht aufgrund vom Hörensagen bilden. Ende des Holobands. Bitte Holoband 2 einlegen. Aha, okay. Was ist das? Yep. Ah, nicht das. Kein Battle.net. Cool, das Holoband. Na, komm ich hier hoch? Kühlschrank ist leer. Kommode ist auch leer. Boah, jetzt geht wieder so ein Schluck auf, ey. Diese Ghule, wa? Fuck! Ihr sollte mal die Augen aufmachen, wa? Meine ganzen Beine sind im Arsch. Jedenfalls sieht das so aus. Ja. Sollte jetzt wieder gehen. Ach du meine Fresse. Das kann ja nicht sein. Das Ding war hier. Hier bekomme ich so nicht auf. Scheiße. Da ist irgendwas Cooles drin. Deswegen auch die Mine. Aber ich habe sie tatsächlich nicht gesehen.
Hat, soll ja auch so sein mit den Minen. Guck mal, noch ein Teddy hier. Mit der Sprengfalle wahrscheinlich. Ja, die sammle ich. Holoband 3. Das heißt, ich brauche Holoband 2. Oh ja. Ja, also. Du erhältst dauerhaft 25% EP für Überredungen von Frauen. Das sieht cool aus, ne? Euch eine Pilz auf jeden Fall mitnehmen. Wenn die Pilze leuchten, dann sofort in den Mund nehmen. Sofort. Und essen. Ah, hier haben wir ja gekämpft. Alles klar. Ja, okay, dann sind wir. Haben wir da jetzt die kleine Runde gemacht? Das war die kleine Runde. Da hinten ist aber noch so ein Teil wie hier. Ich weiß gar nicht, ob ich da war. Von der Seite hier. Nein, ich war hier nicht. Ich bin nämlich Gule. Sind nämlich Gule. Da sind sie schon. Oh nein! Wieso hat er sich jetzt nicht simpel gehauen? Wieso hat er das jetzt gemacht? Habe ich hier was Falsches gedrückt hier? Ich dachte, ich gehe wieder in der Falle tappe. Naja, der Boden sieht okay aus. Noch ein Teddybär. Holoband. Holoband 2. Damals waren die ganzen Bänder hier unter Radio. Schutz fehlt hier. Hier fehlt auch Schutz. Wasser. Schutz. Okay. So, jetzt müsste. Jetzt ist das natürlich unter Inventar und diverses. Märchenonkel Simon hier. Willkommen zurück. Und hier kommt Teil 2 von. Man kann aber nicht switchen, wie beim. Also hin und her durch das Menü, das ist ein Eichhörnchen am Fuß von Rickys Eiche auf und weckte Ricky und seine Familie. Oh, bitte helft mir, sagte das rote Eichhörnchen. Ich habe mich verlaufen und weiß nicht, wo ich hin soll. Die Älteren wollten das rote Eichhörnchen fortschicken, aber Ricky lief den Stamm der Eiche hinunter und stellte sich neben das fremde Eichhörnchen. Er rief nach oben: Wie könnt ihr ihn nur wegschicken, nur weil er von einem anderen Baum kommt? Er braucht unsere Hilfe. Beeindruckt von Rickys Selbstsicherheit und Entschlossenheit, stimmten die Ältesten zu, dem roten Eichhörnchen Unterschlupf zu gewähren. Das rote Eichhörnchen bedankte sich bei Ricky dafür, dass er sich für es eingesetzt hatte. Du wirst es sicher nicht bereuen, sagte es. Ende des Holobands. Bitte Holoband 3 einlegen. Läuft. Onkel Simon hier mit dem spannenden Ende von Das neue Eichhörnchen. Morgen können wir uns kennenlernen und Freunde werden, sagte Ricky zu dem roten Eichhörnchen. Das rote Eichhörnchen machte ein Geräusch, das Ricky als Zustimmung verstand. Dann kuschelten sich die beiden Eichhörnchen zum Schlafen aneinander. Später in der Nacht wurde Ricky durch das Rascheln von Blättern geweckt. Er sah sich um. Das rote Eichhörnchen war verschwunden. Ricky schaute nach unten und sah, wie sich leuchtende Augen dem Stamm seiner Eiche näherten. Katzen! Von einem Baum in der Nähe hörte Ricky eine Stimme. Es war das rote